Hallo, hier ist der Dirk aus dem Saarland und ich habe mal gedacht, es muss ja nicht immer nur ein Kind die Ansage für den neuen Vlog von Stefan und John machen. Viel Spaß damit! Herzlich willkommen bei einem neuen Vlog. Wir sind immer noch im Hotel Azimut in Nürnberg und wir fahren noch gleich weiter und suchen was zu essen, da wir hier 10 € extra bezahlen müssen pro Person und 30 € ist viel zu viel für so ein kleines Frühstück. Also fahren wir auch gleich weiter, aber wir haben auch immerhin eine Wasserflasche aufs Haus bekommen. Prost! Und jetzt geht's los mit dem Vlog. Da haben wir auch schon ein schönes Frühstück gefunden und sitzen hier ganz idyllisch auf dem Deich. Aber der Deich ist hier mitten in so einem Einkaufsgebiet, aber egal. Die Sonne scheint und wir haben Hunger. Was gibt's denn Schönes? Ja, wir haben uns was typisch Bayerisches zum Frühstück geholt, nämlich... Was? Leberkäsesemmeln. Wollte ich immer schon mal frühstücken. Direkt vom Schlachter gerade geholt. Für 1,50 Euro. Und dazu gibt es ein leckeres, gesundes Getränk zum Frühstück. Was haben wir denn da? Cola. Ja, wir haben jetzt für alles zusammen für uns drei 10,35 Euro bezahlt, anstatt im Hotel für 30 Euro zu frühstücken. Naja, das ist schon okay. So, auf geht's. Wollen jetzt einen Lost Place ausfindig machen. Ob das Ganze von Erfolg gekrönt ist, das wissen wir nicht, weil diese Lost Places ja immer schwer zu finden sind und man nicht eine eindeutige Wegbeschreibung dafür findet. Ich habe schon was gefunden im Internet. Und zwar sind wir jetzt in Treuchtlingen und da soll man Richtung Auernheim fahren. Dann nach 6 Kilometern in einer scharfen Rechtskurve nach einem Sägeberg links in Richtung 7 Eichenhöfe abbiegen. So, jetzt abbiegen in Richtung 7 Eichhöfe. Weiter geht's mit der Wegbeschreibung. Der Wegweisung folgt man bis zu den 7 Eichenhöfen und fährt dort auch durch. Bei der Hitze den Waldrand, den Berg hinauf geächtzt und sollten das so lange tun, bis man auf einen Schotterweg kommt. Den haben wir jetzt hier gefunden. Gehen wir mal weiter. Ja.
Kreis, den wir suchen. Das ist eine alte Kapelle. Ich glaube, auch keltischen Ursprungs. Und ja, die meisten Leute kommen hier nachts her. Und dann gibt es so schaurige Geschichten darüber. Man hat eine weiße Frau gesehen. Man hat Orgelmusik gehört. Es würde ein Mann in schwarzer Kleidung da stehen und mit Steinen werfen. Und ich glaube nicht an sowas, aber ich glaube, wenn ich nachts hier wäre, hätte ich ein bisschen Bammel. Ach, gut, dass wir tagsüber uns hier in der Hitze einen abschwitzen. Hoffentlich finden wir es überhaupt. Haben wir es endlich gefunden. Wie lange haben wir jetzt dafür gebraucht eigentlich? Also sind bestimmt zwei bis drei Stunden sind wir hier durch den Wald geirrt in der Affenhitze. Aber ja, ich muss mal sagen, ich habe ja so eine Uhr, die die Schritte zählt, die auch die Kilometer anzeigt. Also wir sind knapp 9 Kilometer hierher gelatscht, will ich euch mal sagen. Boah, Berg hoch, Berg runter. Aber es ist ein toller Ort. Also ob es ein richtiger Lost Place ist, weiß ich nicht. Natürlich, es ist verlassen. Aber es ist eine absolute Ruine, würde ich sagen. Also, aber schon beeindruckend irgendwie. Also, ich finde, dass sich das gelohnt hat. Also, ja. Na, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also, als wir da früher in so einer Munitionsfabrik waren, war schon mehr. Da hätte sich das vielleicht hier gelohnt. Aber ich meine, kann man nicht so viel gucken. Ja, aber du weißt ja gar nicht, was das hier für eine Vergangenheit ist. Schon so alt hier. Wer weiß, was hier alles schon passiert ist schon. Ganz geheimnisvoll. Und warten wir auf die weiße Frau und den schwarzen Mann, würde ich sagen, oder? Ja, ja. Wenn wir einen Stein am Kopf kriegen, wissen wir, wer das und war. Auch den Klavierspieler. Klavierspieler? Ich denke Orgelmusik. Oder Orgelspieler. Naja, ja. Ist alles das Gleiche, Orgel und Klavier. Okay. Kleiner Szenenwechsel. Wir sind völlig ausgetrocknet und haben nun hier in Treuchtlingen, wo wir auch losgefahren sind. Bei Ihnen? Nee, Palatsching. Palatsching war es, und? Wiener Art. Wiener Palatsching. Aber habe ich falsch verstanden. Wir sind im Auto, haben unsere Wanderung erfolgreich absolviert. Waren danach total ausgetrocknet, da wir natürlich nichts zu trinken mit hatten. Waren aber eben in einem Gasthof, wo es dann kleine Erfrischung gab. Johannisbeerschorle für John und Simone. Und ich habe mir ein Bier gegönnt, weshalb ich jetzt auch hier hinten Platz nehmen darf im Auto und wieder mal die Fahrt genießen kann. Und nebenbei sogar schon hier für die Videos ein paar Sachen bearbeiten kann. Wir haben uns ein Hotelzimmer für heute Nacht gebucht, online. Ort habe ich vergessen gerade. Zeuchtling oder wie hieß das nochmal? Tuselhausen. Oder Tuselhausen, was weiß ich was. Sehen wir gleich. Wenn John seine allseits bekannte und beliebte Roomtour veranstaltet. Jetzt sind wir im Hotel Gasthof Adler und ja. Ich kann euch gleich erstmal unser Zimmer zeigen. Und was an dem Hotel auch besonders ist, das Hotel ist 119 Jahre alt, also wurde es 1900 gebaut oder ist auf jeden Fall 1900 fertig geworden. Aber nicht viel lange, zeige ich euch mal unser Zimmer. Dann kommen Sie mal rein. Ja, ich fange mal an, wie immer, mit dem Badezimmer. Schön fette Badewanne, werde ich auch später ausprobieren. Erstmal schön reinlegen mit warmem Wasser volllaufen und kaltem.
Toilette, eine Dusche sogar auch noch und Waschbecken. Ich glaube, das ist sogar das beste Badezimmer, was wir bis jetzt hatten, würde man sagen. Zieh ich mal die Schuhe aus, weil hier der Teppich kommt. Dann ist hier mein Bett, was auch ein Sofa ist, glaube ich. Wenn ich hier mal richtig. Ah, nee. Das sah aus wie eine Matratze. Also hier ist mein Bett. Und ja, Steckdose ist hier und wie immer klaue ich meinen Eltern die Süßigkeiten, weil bei mir keine liegen. Und hier ist das Bett meiner Eltern. Und hier ist ein Fernseher und auch ein Schreibtisch. Ja. So, draußen tobt gerade ein richtiges Gewitter mit starkem Wind und Starkregen. Und wir sitzen jetzt hier ganz gemütlich in dem übrigens über 200 Jahre alten Hotel in der Gaststube und haben hier ein Schwarzbräu, exquisit. Prost! Prost. So, Video fertig geschnitten. Ja, zum Lesen komme ich hier im Urlaub bisher noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Kurz anmerken möchte ich noch, dass das Gebäude hier früher einmal eine Brauerei war. Also da schließt sich wieder der Kreis und das letzte Wort hat John. Ja, das habe ich immer. Und an dieser Stelle beenden wir auch das Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr dem Video ja ein Like geben und abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Weil, ja, das solltet ihr tun. Dann kriegt ihr nämlich immer eine Benachrichtigung, wenn wir ein tolles Video hochladen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!